unserer Bernauer Feuerwehr hat mich telefonisch verständigt. Ich bin im Moment im Urlaub, war aber dann doch erreichbar telefonisch und konnte mich sofort auf den Weg machen und hierher kommen. Also der erste Schock war natürlich da, weil ich ja die Bebauung hier kenne, wie eng die aufeinander ist. Und da war natürlich auch die Angst da, dass auf die umliegenden Wohngebäude vielleicht noch das Feuer übergreift. Aber das konnte mir der Einsatzleiter dann schon telefonisch bestätigen, dass das nicht der Fall ist, dass tatsächlich keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Also ich bin einigermaßen beruhigt, muss ich sagen. Zum einen, wie das sehr gute Zusammenspiel auch der umliegenden Feuerwehren mit unserer Bernauer Feuerwehr hier stattgefunden hat. Die Blochinger, Wendlinger und Könkener Feuerwehr war ja sehr schnell auch da, hat unsere Wehr unterstützt, weil ja die Wasserbereitstellung hier an diesem Ort nicht das Einfachste war. Man musste über mehrere hundert Meter Schläuche verlegen und das war wohl die größte Herausforderung. Aber es hat alles sehr gut geklappt und ich bin sehr dankbar, dass dieses Zusammenspiel tatsächlich zwischen den Wehren der umliegenden Gemeinden mit unserer Bernauer Feuerwehr so gut geklappt hat. Ja, also ich habe sie auch gesehen. Mir ist allerdings berichtet worden, dass sie zuvor sehr viel höher war. Und ich wusste ja schon die groben Infos. Insofern war ich jetzt durch die Rauchwolke nicht mehr sehr beunruhigt. Also ich habe mich schon darauf eingestellt gehabt. Aber wenn natürlich in so einem Reifenhandel mit Kfz-Zubehör, mit Öl etc. ein Feuer ausbricht, dann ist natürlich die Rauchentwicklung extrem groß. Man weiß auch nie, kann man guten Gewissens überhaupt die Feuerwehrleute reinschicken. Und da hat, denke ich, vor Ort die Einsatzleitung sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
Wir sind hier in der Esslinger Straße 5 in Wernau. Hier ist zu einem Brand im Untergeschoss einer Werkstatt gekommen. Die Feuerwehr ist mit einer großen Anzahl an Kräften vor Ort und hat im Innenangriff mit 3 Rohren und 5 Trupps den Brand bekämpft. Zurzeit ist die Feuerwehr bei Nachlöscharbeiten. Im Augenblick gibt es kein Anzeichen, dass es da Gefahren für die Anwohner gab. Also die einzige Schwierigkeit, die es hier gab, war einfach die Entfernung zum nächsten Hydranten. Es musste eine Schlauchleitung von über 100 Meter gelegt werden, um das Wasser hier schnell vor Ort zu bringen in einer großen Anzahl. Aber auch das war mit der großen Anzahl von Kräften schnell möglich. Gab es Verletzte? Ist mir nichts bekannt. Okay. Wie viele Kräfte sind jetzt genau hier und von welchen Feuerwehren? Insgesamt sind 60 Kräfte vor Ort von den Feuerwehren aus Wernau, Köngen, Wendlingen, Blochingen, Esslingen. Ja, jetzt werden hier noch Nachlöscharbeiten im Untergeschoss durchgeführt und dann wird die Einsatzstelle irgendwann der Polizei übergeben zur Ermittlung der Schadensursache. Das war eine Werkstatt, aber in dem Bereich sind keine Autos denn gewesen. Das waren vor allem wahrscheinlich Reifen und sonstiges Kfz-Zubehör, Ersatzteile für die Fahrzeuge. Mein Name ist Armin Elbl, ich bin Bürgermeister der Stadt Wernau. Wie haben Sie jetzt davon mitbekommen und was war der erste Gedanke? Wie immer. Okay, dann wollte ich mal einmal den Namen und die Funktion bitte. Andreas Nitsch, Pressesprecher der Feuerwehr des Landkreises Esslingen. Wo sind wir denn hier und zu was ist es hier gekommen?